Moin und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing-Battle auf meinem Kanal. Willkommen zum Duell. Prism WM 2018 Premium-Serie, Leute. Da können Autogrammkarten drin sein, da können nummerierte Karten drin sein. Eine richtig geile Serie, feiere ich extrem. Gegen die WM 2018 A3 der Linux L, ja quasi die normale deutsche Serie. Premium, da kostet ein Booster, ich glaube 6 Euro, 6,50. Und hier kostet ein Booster 1 Euro. Mal gucken, ja, wer das Duell hier heute gewinnt. Natürlich, die Unboxing-Battles bestehen daraus, dass man die Spieler bewertet und nicht die Karten. Die Karten sind natürlich von der Prism-Serie geiler, weiß ja jeder, die sind einfach qualitativ viel, viel hochwertiger und sehen meiner Meinung nach auch geiler aus. Ja, und das Unboxing-Battle oder die Battles bestehen daraus, dass man die Fußballer bewertet. Ihr wisst es ja, ihr kennt das Prozedere. Und ich würde mich auch sehr drüber freuen, wenn wir heute bei diesem Duell, das Kartenduell, Leute, Prism gegen A3LinuxL, vielleicht die 200, 250 Däumchen schaffen. Haut mal raus hier, Leute. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und jetzt geht es los mit der ersten Runde. Wir starten mit Prism und danach AXL. Mal schauen. Vielleicht haben wir ja noch was richtig Geiles hier damit bei. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch eine Autogrammkarte oder sonst was. Davinson Sanchez aus Kolumbien. Thomas Müller, ein richtig guter Mann. Bloß bei dieser WM war er jetzt nicht so gut, muss man ja leider dazu sagen. Glushakov. Oh, Miranda als Powerkarte, ist die nummeriert? Nein. Aber ihr seht es ja hier, dass die so glitzert. Anders als die normalen Karten. Luis Suarez und Tommy Juric. Ja, Müller, es tut mir leid, du schaffst es nicht. Luis Suarez ist hier der Beste. Ich denke mal, das werden auch die deutschen Fans eingestehen. Und mal schauen, was wir im... LOL! Leute, die erste Karte im Prism Booster war Davinson Sanchez und die erste Karte im AXL Booster ist Davinson Sanchez. Hi Safi, Patricio, Olsen, Umtiti und Chicharito, die kleine Erbse. Ja, da kann es keiner schaffen, Leute. Da kann es keiner schaffen. Luis Suarez erzielt das 1:0 und bringt die Prism Serie in Führung. Zweite Runde. Zweite Runde, es geht weiter mit Kiyotake, Nemanja Matic, dann haben wir, zwei Powerkarten in einem Pack, sind die nummeriert oder so? Özil, Shaqiri Derdiok, nee, sind sie nicht. Einmal ist es hier eine Connection-Karte, Shaqiri Derdiok und einmal Mesut Özil als Scorers Club. Rakitic und Matluti. Ich sag mal, Rakitic ist der beste. Özil muss man auch draußen liegen lassen. Klar, Leute, es war Özils, also eine Katastrophen-WM von Özil, kann man so sagen. Aber bei Arsenal ist er halt richtig gut. Ich lasse mal beide draußen liegen. Vielleicht haben wir ja auch im AXL Booster Messi oder so und dann war es eh. Biglia, Sobji, Bernardo Silva, Gomez, Luis Suarez und nochmal Sobji. Und das war's, nämlich Luis Suarez erzielt auch bei der AXL-Serie einen Punkt. 1:1 und die beiden Torschützen quasi Suarez Doppelpack. Einmal ein Tor und einmal ein Eigentor. Oder? Was laber ich hier, Leute? Letzte Runde. Prism gegen AXL. Und hier ist ein Autogramm drin. Alter, was ist denn das schon wieder? Oh shit, was ist hier? Said, Eden Hazard, Musa. Das ist ein... eine normale Powerkarte von Ki Zong Jung. Alles klar, Leute. Als ich zuerst gedacht habe, hier unten nur schwarz, ist es schon wieder eine One-of-One-Karte. Ich habe ja nochmal eine One-of-One-Karte gezogen gehabt. Chaka und David Silva. Ich sag, Eden Hazard ist der Beste. David Silva war auch nicht schlecht, aber der Belgier ist schon ein Ticken besser, ne? Wer wird das Duell hier heute entscheiden? Dembele, Joe Campbell, Ji Dong Won oder Dong Won Ji, Musa, Werner und Dele Alli. Okay, ich sag, Dele Alli ist der Beste und der muss ran gegen seinen Premier League Kollegen Eden Hazard. Und ich sag, Eden Hazard ist besser und das ist das 2:1 für die Prism Serie und die Prism Serie gewinnt das heutige Unboxing Battle, Leute. Seid ihr auf meiner Seite oder hättet ihr euch anders entschieden bei den einzelnen Duellen? Schreibt es mal in die Kommentare, lasst ein Like, dann lasst ein Abo da. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.